Nee, aber das geht jetzt wieder. Die Schmiede stellt wieder her. Ja, komm, ich baue noch eine zweite Schmiede jetzt. Ist ja gut. Ja, das ist gut, ja. Eine Schlosserei kannst du eigentlich abreißen oder stoppen irgendwie, ne? Brauchst du da eh gerade nichts. Ja, Bergbauarbeiter, ne? So, hier haben wir immer noch den Berg übrigens. Der hat da unten Eisen angebaut. Hier wollten wir ja gucken, was da noch drin ist, was da so kommt. Jetzt kommen hier übrigens, so viele Soldaten sind hier jetzt trotzdem nicht reingekommen durch meine modifizierten Einstellungen. Da haben wir Generäle, 9 Generäle drin, das ist schön. Hier haben wir 6 Generäle, da haben wir 6 Generäle. Gut, die werden jetzt anscheinend voll gefüllt, vollfüllt, nach und nach. Hier müsste irgendwann besetzt werden und, Moment. Da unten kannst du gleich mal stoppen, die Goldzufuhr. Wo ist das? Ach so, ja. Du kannst einen Weg rüber bauen, sogar einen normalen Weg. Oh. Hätte ich ja nicht gedacht. Hat schon Vorteile, ne? Kannst du schneller deine Truppen, beziehungsweise deine Rohstoffe hin und her schicken. Da kann ich stoppen, sagtest du. Ja. Ne? Stimmt, dann baue ich hier den Weg und baue hier Kohle und da Kohle. Und setze noch eine Fahne nach. Brauchen wir ja. Der Weg ist scheiße. Weg abreißen. Also hier jetzt. Naja, der ist auch nicht viel besser, der Weg. Naja, Weg ist Weg und Weg. Ihr sollt hier auf den Berg gucken. Du musst ja überhaupt mal fahren setzen. Da rechts, da, genau. Was tue ich denn hier? Andere Seite musst du den Weg noch ranbauen an die Festung. Andere Seite von dem See oder was ist das? Weg, Weg, Weg. So, 8 Nachrichten, was sagen die? Und die Holzfäller kannst du tot machen da oder abreißen. Ja, der andere ist immer noch nicht besetzt. Schöne Ressourcenverschwendung, Kohle gefunden. Wie viel Gold hast du noch? Viel. Ja? Keine Ahnung. Oh. Wäre schon gut, wenn du noch viel hast. Ja, aber kaum noch Eisen, ja, wenn ich das hier mal so sehe. Andererseits, wird hier unten Granit gefunden. Ja. Oh, irgendwo wird was besetzt, das war gleich der hier. Andererseits wollte ich gerade sagen, dass die Gelehrten hier unten sind, richtig? Also müssen die nach Hause gehen und dann können wir hier auch mal gucken, was wir hier noch haben. Weil ich möchte meinen, da war noch was, sowas wie Eisen. Aber ich glaube, ich habe genügend Eisen und ich habe genügend Goldstaub. Oha. Ja, das sieht noch ganz gut aus. Aber das Goldbergwerk hier muss demnächst mal besetzt werden. Oh, da kommt schon jemand. Mal ein bisschen schneller. Mann, mach hinne. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt schon kommen. Ob sie sich schon blicken lassen hier. Was macht ihr denn? Jo, komm schon her. Komm schon her, gucken sich das an und sagen mir, im gegnerischen Gebiet gibt's schon mal nichts. Ja. Die Antwort lautet positiv. Eisen, Eisen und geht man davon aus, dass da nichts ist, dann bauen wir da auch nichts hin. Eisen, Eisen, unbedingt Eisen, wichtig. Gut, wie der Weg jetzt zustande kam, weiß ich auch nicht. Lieber so. Das ist doch gut, dass da noch ein bisschen Eisen ist. Okay, das Goldbergwerk hat gar nicht erst angefangen zu arbeiten, glaube ich. Kohlebergwerk ist verbraucht und Kohlebergwerk ist verbraucht. Stell dir mal vor, ich würde das ohne Vorspulen spielen, ey.
dann könnten wir das Spiel so am Stück nicht durchspielen. Nein, wir können so kaum am Stück durchspielen. Es dauert schon einige Stunden. Ja, Kohleberg wegverbraucht, wo auch immer. Wahrscheinlich, ja. Aber wo bleiben die Soldaten, die hier eigentlich... Da! Echt? Noch eine? Keine Ahnung. Nicht gut? Schaden kann es an sich nicht, aber... Angreifen. Ja, dann mach das doch. 24 ist jetzt nicht so viel. Oh, da kamen Soldaten. Und hier ist Gold noch nicht gestoppt, wie man sieht. Deswegen wird da auch eine nach der anderen reingeliefert. Das ist ja nicht so schön. Was ist in dem Berg da jetzt eigentlich unten? In dem neuen. Achso, noch nicht besetzt. Schade, schade. Ja, 7 Soldaten sind noch nicht alle, ne? Ne. Ist ja jetzt auch noch nicht voll, dann, wenn man es so sieht. Okay, die muss auch nicht mehr voll werden. Ja, die nächsten Soldaten können rein theoretisch so langsam kommen. Und nicht nur die Nachrichten, dass irgendwelche Bergwerke immer wieder verbraucht sind. Die machen einen nämlich ziemlich depressiv, um das mal so zu sagen. Aber die Eisenbergwerke arbeiten, das ist gut. Das wurde besetzt. Das wurde besetzt. Ach, hier ist noch gar nicht gestoppt, oder? Mist. Und das wurde auch. Ist jetzt hier überall? Nee, da noch nicht, ne? Mensch, ich bemerke das immer viel zu spät. Das wäre dann dieses gewesen, ne? Ja. 2 Soldaten überall. 24 bei folgenden Einstellungen. Gucken wir uns das mal an, wie es so aussieht. 33 beim ersten Mal schicken schon. Aber ich könnte auch direkt ins Hauptquartier gehen. Das könnte. Nee, jetzt. Ich hätte rein theoretisch keine Chance. Na, beim Hauptgebäude, wenn du alle raufschickst. Ja, aber mir kommen ja Tausende entgegen dann. Ja. Oh, guck mal, gelb an. Na, ja, aber gelb ist ganz schön eingerostet, so ein bisschen, muss ich sagen. Ja, da kommt bei dir momentan noch mehr. Ja, gelb hat auch kein Gold weiter. Im Gegensatz zu mir. Wo kriege ich mein Gold her? Ich weiß das gerade gar nicht. So, aber hier muss jetzt endlich mal ein Dings hin. 5-fache Geschwindigkeit. 5-fache Geschwindigkeit. 5-fache Geschwindigkeit. Und wieder passiert nichts. So oft ich das auch betone. 5-fache Geschwindigkeit. Toll, jetzt sind hier 3 Leute drin. Da 7, da 5. Wahrscheinlich müssen die hier am Rand erstmal voll werden. Oh, keine weiteren Steinbestände. Das gibt's ja auch noch. Das werden übrigens immer mehr Leute, mit denen ich angreifen kann, ne? Ja, das wäre auch traurig, wenn es weniger wären. Ja gut, das stimmt auch. Mhm. Aber trotzdem kommen hier keine Soldaten rein. Ja, ich glaube, die Front hat da Priorität so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie Siedler denkt oder so, wie Siedler programmiert ist. Da ist der nächste Soldat, der erstmal da reingeht. Da kannst du mal einen Weg hinbauen, der ist ja... Muss er voll den Umweg laufen. Ja, kann er doch machen. Ja, letztendlich kann er das tatsächlich. Oh, wahrscheinlich wird als nächstes diese hier besetzt. Und wahrscheinlich werden da jetzt 5 Goldmünzen eingelagert und ich habe zu spät auf Dings geklickt. Sie wurde eben gerade erst fertig. Oder nicht? Ja, aber ich spule in 5-fachem Tempo vor. Ja, gut. Stimmt. Ja. Nun gut. Warum gehen die da jetzt rein? Naja, egal. Aha. Dieses Bergwerk ist verbraucht. Ich habe gerade erstmal eine Weile gebraucht, um das zu realisieren, was da steht. Vielleicht ist die Uhrzeit, zu der wir das aufnehmen, doch gar nicht so gut. Nee. 23.15 Uhr starten, das ist nicht so optimal.
Wir haben ja nicht 23.15 Uhr gestartet. Ja, 17 dann. Ich hoffe inständig, dass die... Oh, 48, wow. Ich hoffe echt inständig, dass die Soundqualität halbwegs gut wird. Ja, wenn es das nicht wird, dann darfst du es alleine nochmal durchspielen. Nein, dann werde ich es trotzdem hochladen. So, wir haben übrigens echt? Genügend Goldmünzen, ne? Ja. Wir haben keine viele Truppen. Goldmünzen. Wir haben... Was heißt, wir haben keine Truppen? Crap. Big Crap. Und noch bigger Crap. Und wir haben keine Kohle, ne? Wir haben keine Kohle. Das war es jetzt endgültig mit der Kohle übrigens. Wie? Wir haben gar keine Kohle mehr? Was ist denn dem Berg da unten? Da hast du noch nicht alles erforscht, oder? Ja. Da Granit. Da, genau. Da. Achso. Ja, gut. Nee. So, ich mach mal wieder langsam. Wir haben hier oben ja keine Berge. Wir haben hier alles abgegrast. Wir haben hier nur noch Eisen. Was an sich abgebaut werden kann. Müssen wir auf den Berg unten warten und hoffen. Und hier haben wir Eisen. Aber der Berg unten wird nicht besetzt, wenn die anderen Truppen, wenn wir in die Frontdörfer gehen. Frontfestung, was auch immer. Moment, ich glaube, hier sind noch zwei Stellplätze, die Kohle beinhalten könnten. Glaubst du? Ist. Nee, da will ich keinen hinschicken, das war dumm. Ach, Leute, Mensch. Da kannst du Goldmünzen go machen. Hier kann ich Goldmünzen go machen. Ja, hier eigentlich auch. Aber acht ja, Leute ist immer noch einer zu wenig. Sieben Leute? Ja, komm. Ja, dann kannst du auch acht Leute machen, ja. Da rein, da rein. Kann ich auch sechs Leute machen. So, jetzt werden hier nämlich die Goldmünzen eingetragen und jetzt steigen wir in der Statistik noch weiter. Wow, wir haben. Nee, das ist Gold. Achso, naja. Ja, jetzt steigen sie gleich alle auf. Und jetzt ist, haben wir ihn gleich überrumpelt. Also überrumpelt noch lange nicht, aber überholt. Also ich meine... Das ist eigentlich schwachsinnig von den Gegnern. Naja, gut, ich könnte nicht denken, aber... Wieso greifen die nicht gleich am Anfang an? Die hätten dich so fertig gemacht am Anfang. Ja. Aber dafür ist es ja eine KI, richtig? Ja. Dafür sind sie ja doof. Ich habe genügend Steine, ich werde jetzt nicht die Granitbergwerk hier noch anbinden. Oder der Vollständigkeit halber? Ja, mach doch. Du hast eh massig Essen und brauchst es einfach nicht. Oh, ja, genau. Und da noch eins ran und da noch eins ran. Einfach nur, damit wir den Berg komplett haben. Da ist immer noch kein Soldat drin. Oh, das sieht gut aus. Und das geht auch gut voran. Granitbergwerk. Eisenbergwerk. Oh, das ist mir zu anstrengend, die Musik hier gerade.